Oh, grüß Gott und hallo, meine lieben Freunde. Heute möchte ich euch den 79er Ford Bronco auf einem Absima 3.4 Sherpa Chassis vorstellen. Er wurde von mir selbst umgebaut und gestylt. Und ich glaube, er ist sehr gelungen. Die Karosserie ist ein Hardbody und ist aufklappbar, wie eben diese vom Absima Sherpa, was natürlich sehr aufwendig war umzubauen. Dasselbe hier vorne die Karosserie-Sicherung. Hier unten, vielleicht sichtbar, da hinten eben die Aufhängung für den Klappmechanismus und selbst das Interieur, was da drinnen ist, ist ebenfalls aufklappbar, damit man bei Servicearbeiten am Motor und Getriebe gut dazu kommt. So, Näheres aber dann am Ende des Videos. Jetzt einfach nur ein bisschen fahren. Eins sei noch gesagt, dieses Fahrzeug hat ein Gewicht von 5,7 Kilogramm. Aufgrund des hohen Gewichtes des Hardbodies sowie des Interieurs und des Scale, was drinnen ist, was sich alleine auf etwa 1,5 Kilo beläuft. Und das natürlich muss am Fahrwerk ausgeglichen werden und darum 5,7 Kilo. Ansonsten, der Absima Pickup Truck hat 4,6 Kilo. Ebenfalls sehr schwer der blaue Bontigammer mit 6,3 Kilo, auch eben aufgrund des hohen Scale-Anteils. Und mein Amebi, mein grüner Amebi Ford Bronco 21 mit 4,4 Kilo eine richtige Kampfmaschine ist, was auch sehr gut fährt. So, und jetzt wollen wir uns aber den einmal da anschauen, wie der da tut. Der ist nämlich hier noch nicht gefahren. Wir werden zum Warmfahren einmal runter probieren. Und da werden wir schauen, wie das dann in die Gegenrichtung geht. Aber ich finde, der schaut halt schon richtig, richtig urcool aus mit dieser Lackierung, was eine sehr lange und aufwendige Arbeit war, über das Auto überhaupt so zu stylen. Technisch ist das Fahrzeug mit einer Hobbywing Fusion Pro 2300 kV versehen, sowie Metallgetriebe, das ursprünglich auch nicht dabei ist, aber
muss wirklich sagen, die Teile sind sehr günstig und jederzeit eigentlich erhältlich. Ich habe noch alles bekommen, was ich gesucht habe. Unglaublich, er schafft es doch. Trotz des hohen Gewichts. Die Felgen übrigens sind 40 mm breit und dafür die richtigen Einlagen zu finden bzw. zu kreieren, alles andere als einfach. Dazu bedurfte es wirklich monatelange Tests, bis es wirklich perfekt war. Und pro Autos bis jetzt 4 an der Zahl. Gibt es 2 Reifensätze, so wie halt jedes Auto Sommer- und Winterreifen hat. Habe ich das auch hier und muss schon sagen, dass das da schon großartig ist. Die Einlagen sind fast noch ein bisschen zu hart, zumindest für diesen Reifensatz. Also fahren tut er schon gut, also das darf man nicht sagen. Also die Arbeit hat sich wirklich bewährt. Und darum, das ist eigentlich nur eine Absima-Werbung für das Chassis, damit man sieht, was man mit diesem Chassis-Fahrwerk alles machen kann, wie vielseitig das ist. Also wirklich top, muss ich sagen. Die Federn wurden natürlich auf diesen hohen Gewicht von den original 1,1 mm starken Federn auf 1,4 mm ausgeweitet. Bekommt ihr im Zubehör. Ich habe sie bei AliExpress gekauft. Also wenn man es richtig macht, dann ist mit diesem Fahrwerk wirklich alles möglich, sage ich fast, alles möglich. Sollen wir mal schauen,
wie er es da mit der Schräglage hält. Ich hoffe halt, so. Aber ich habe ihn gerettet. Er war kurz vorm Kippen, aber ich konnte ihn retten. So. Jetzt haben wir die Speere hinten entriegelt, um leichter um die Kurve zu kommen. Ich meine, dieses Auto hat die Speere vorne und hinten extra zu schalten. No. Wo steht er denn da an? Ja. So, jawohl. Ja, sowas gibt es eigentlich an technischen sonst noch zu sagen. Nicht wirklich viel. Selbst die Dämpfer sind im Original Absimmer Zustand, die eben alle Jahre einmal gewartet werden, indem man sie reinigt und neues Silikonöl füllt. Heuer werden die Differentialöle getauscht. Natürlich nur auf Originalbasis, den CRS Öl einzufüllen. Ja, manche machen es, ich halt nichts davon, weil die Speeren sollen auch aufmachen, wenn ich das möchte, und nicht, dass er faktisch dauergesperrt ist, weil dann kann ich ein Auto mit Starrachsen auch kaufen und viel Geld sparen. Und darum sage ich mir, es soll weitgehend, das wird nicht gehen. Ja, jetzt habe ich mich richtig schön eingefangen da. Heute Glück gehabt.
Mal schauen, wie ich mit dem da oben komme. Jawohl. Sehr gut. Ups. So, mal schauen, ob das mit dem in die Gegenrichtung auch so gut geht. So wie er mir gesagt, ein bisschen vorgeht, dass er mir umkippt. Darum will ich jetzt meinen Fuß da her tun. Ja, genau. Okay, das war jetzt doch ein bisschen um eine Spur zu knapp. Aber ich glaube, ich bin es auch nur falsch angefahren. Was natürlich die Nummer 1 ist bei mir, ist jedes Auto anders zu fahren. Nicht 5 Autos und alle fahren gleich, sind gleich schwer und weiß Gott was alles. Nein, jedes Auto ist bei mir anders zum Fahren und hat andere Reifensätze. Denn würde ich vom Jägermeister, also vom Pickup Truck, die Räder nehmen, wäre dieses Auto unfahrbar. Genauso wie umgekehrt, eben weil verschiedene Gewichte vorhanden sind. Natürlich ist auch nicht so beweglich wie der Jägermeister oder der Amebi, weil natürlich der Überhang alleine von den Stoßstangen sehr hoch ist. Und das heißt nicht umsonst, die beste Stoßstange ist die nicht montiert ist. Jetzt performance-technisch.
Herfallen ist nicht erlaubt. Jawohl, ha. Also jetzt überrascht er mich schon. Jetzt nur noch schauen. Ich möchte gerne probieren, da vorne runter zu fahren. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Dazu muss man einmal in richtige Position drehen. Dass das Auto in Falllinie ordentlich dasteht. Also das war jetzt wirklich Rettung in allerletzter Sekunde. Und das ist dann natürlich das Fahrerische an dem Ganzen. Ja, Leute, alleine das Fahrbild ist schon der Hammer. Mit dem aufgewerteten Fahrwerk, mit den stärkeren Federn. Ist schon richtig cool, möchte ich sagen. Also, ich würde es artgerechte Haltung nennen für dieses Modell.
So, meine lieben Leute, vom Fahrerischen soweit jetzt gut. Ich zeige euch dann noch, wie ich Interieur und Karosserie befestigt habe, dass die gleich zum Klappen kippen ist wie eben die originale Absima Sherpa Karo. Meine lieben Leute, ein paar Details am Rande. Spiegel sind selbst gefertigt. So, das jetzt kann man das aufklappen. Ist ganz normal wie beim Absima Sherpa. Hier die Verkabelung. Da hinten, weiß nicht, ob man da reinzieht zur Verankerung. Kleines Detail am Rande. Hier das Heckklappenfenster geht auch zu öffnen. So, und jetzt kommen wir zum Interieur. Wie ihr seht, geht das auch zum Anheben und zum Klappen, damit man hier unten drin arbeiten kann. Hier die Fusion Pro 2-3000 KV, natürlich betrieben mit 3S Akkus und ein paar grimmigen Burschen mit GJ McWade und mit Arnie. So, jetzt wieder zu. Und wie ihr sehen könnt, also wirklich geile Lackarbeiten. So, und hier, jetzt kommen wir zur Heckklappe. Wie gesagt, die geht natürlich zum Aufklappen. Hier haben wir noch ein nettes Future an der Munitionskiste, links und rechts die Tanks. Dann das Ford-Logo wurde selbst gefertigt. So, jetzt machen wir das einfach wieder zu. Und somit ist jetzt eigentlich technisch alles erklärt bei dem Auto. Und somit, liebe Freunde, Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Rubber Duck.